Hi, ich bin Christian und ich möchte mit euch heute zusammen Jägerschnitzel kochen und zwar mit einer schönen cremigen Champignonsauce und einem wirklich knusprigen Schnitzel. Das Rezept findet ihr auch in unserem neuen Kochbuch Anyone Can Cook. Als erstes machen wir die Soße dafür und zwar die Champignonsauce. Dafür einfach den Champignon nehmen und halbieren. Wenn ihr den Pilz nicht zu klein schneidet, dann habt ihr nachher eine bessere Konsistenz im Mund, wenn ihr das esst und ihr merkt den Pilz halt richtig. Dann brauchen wir für die Soße noch Zwiebeln. Die einfach halbieren und wir brauchen feine Würfelchen. Und dazu kommt noch eine Knoblauchzehe, die könnt ihr auch fein würfeln. So, dann fülle ich das jetzt einmal wieder in ein kleines Schüsselchen und dann können wir schon zur Pfanne gehen und machen die Soße soweit fertig. Jetzt lassen wir die Pfanne kurz heiß werden, dass die Pilze wirklich in eine heiße Pfanne kommen, dass sie gleich braten. Und was wir aber schon einfüllen können, ist das Pflanzenöl. Das könnt ihr schon mal reinmachen, das sind 2 Teelöffel, Esslöffel. Ich würde sagen Esslöffel. So, dann könnt ihr einfach die Champignons mit in die Pfanne geben. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich heiß und ihr hört das gleich. Zisch. Dauert noch ein bisschen. Das könnt ihr dann gut an so einem Probepilz hier sehen. Jetzt geben wir den Rest der Pilze mit in die heiße Pfanne und braten die Pilze jetzt so ungefähr 10 Minuten, bis sie so goldbraun sind. Wenn die Champignons soweit braun sind, dann könnt ihr jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch mit dazugeben. Und zwar schwitzen wir die so lange mit an, bis die Zwiebeln glasig sind. Wenn die Zwiebeln glasig sind, könnt ihr euch jetzt die Hühnerbrühe nehmen und damit ablöschen. Dann könnt ihr auch schon die Temperatur ein bisschen runterdrehen, weil wir wollen das jetzt langsam einköcheln lassen, sodass eine Bindung entsteht. Ah, gar nicht wahr. Ich habe schon wieder das Mehl vergessen. Wenn die Zwiebeln soweit glasig sind, könnt ihr jetzt einen Teelöffel Mehl dazugeben zu den Champignons. Das hilft nachher bei der Bindung. Dann schwenkt ihr das nochmal durch. Wartet so circa 30 Sekunden. Und dann können wir auch schon mit der Hühnerbrühe ablöschen. Gleichzeitig könnt ihr die Temperatur auch runterdrehen. Dann seht ihr schon, wie die Soße langsam andickt. Jetzt könnt ihr Sahne mit dazugeben. Und dann natürlich noch ein wenig Salz und Pfeffer. Wichtig ist dabei, nicht zu viel Salz ranzumachen, denn die Soße kocht jetzt ein bisschen ein und dann wird es natürlich richtig intensiv. Deswegen schmecken wir nachher nochmal ab, aber dass der Geschmack schon ein wenig in die Pilze einzieht, geben wir natürlich schon ein bisschen was mit rein. Jetzt lassen wir das alles ein bisschen einkochen, sodass schön eine Bindung entsteht und währenddessen können wir jetzt schon mal die Schnitzel vorbereiten. Und zwar werden wir die jetzt zusammen plattieren. Dafür habe ich jetzt hier schön Kalbschnitzel. Da könnt ihr euch einfach eins von auf die Arbeitsfläche legen. Und dann braucht ihr ein bisschen Klarsichtfolie. Das könnt ihr rüberlegen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. So, das legt ihr hier einfach drüber. Und dann könnt ihr direkt anfangen zu klopfen. Wenn ihr euch wundert, ich benutze beide Seiten des Hammers und zwar ist ja eine Seite so mit den Noppen. Ja, die nehme ich meistens dafür, da gehe ich beim Klopfen ein bisschen mehr ins Fleisch und mache es mehr mürbe. Und wenn ich denke, es ist genug, weil es zerreißt ja auch das Fleisch, dann drehe ich auf die andere Seite und zwar auf die flache und klopfe es quasi eher breit, also ohne weitere Fasern so zu zerstören wie mit diesen Noppen. Okay, dann würzen wir unser Schnitzel jetzt mit Salz. Natürlich auch von beiden Seiten. Und dann packen wir es erstmal noch zur Seite. Dann jetzt kommt meine kleine Panierstraße, weil alles steht und fällt damit, wie ich finde. Ihr kennt das ja, wenn ihr Schnitzel paniert zu Hause, dann saut man viel rum. Ja, das versuche ich einfach zu vermeiden. Dafür habe ich hier so eine Einsätze. Ihr könnt natürlich auch 3 große Teller nehmen. Und dann kommt in das erste Mehl, in das zweite ein Ei
Und dann das dritte Paniermehl, aber wir machen das jetzt mit Panko-Brösel. Das sind japanische Brotgruben. Und die nutzen wir dafür, dann wird das Schnitzel noch ein bisschen knuspriger. Wenn die so grob sind wie hier, könnt ihr ruhig mit der Hand reingehen und die noch ein bisschen feiner machen. So, was ich beinahe vergessen habe, ist der letzte Teller. Da kommen die fertigen Schnitzel drauf. Den am besten nicht vergessen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ei kurz verquirlen. Also hier seht ihr jetzt unsere Straße. Da können wir jetzt anfangen. Dann nehmt ihr einfach das Schnitzel, Mehl nochmal verteilen. Gewürzt ist es. Das kann dann einfach ins Mehl. So, dass alles schön gleichmäßig dran ist. Könnt ihr es noch ein bisschen abklopfen. Und dann geht es auch schon ins Ei. Und dann in die Panko-Brösel. Und schon ist unser erstes Schnitzel fertig. Ein bisschen gekleckert habe ich trotzdem leider. Okay, die Schnitzel haben wir soweit paniert. Dann könnt ihr eine Pfanne aufstellen, die schon mal heiß werden lassen. Da können wir jetzt schon mal unseren Butterschmalz nehmen und das schon mal darin schmelzen. Dann sehen wir auch gleich, ob die Pfanne heiß ist oder nicht. Ich nehme jetzt die Hälfte. Mit dem Fett hier nicht sparsam sein. Das kann man ruhig schön darin ausbacken. So, jetzt sehen wir unser Riesenschnitzel und packen das direkt in die Pfanne. Natürlich müsst ihr gar kein Kalb nehmen. Ihr könnt auch Schwein dafür nehmen, also Schweineschnitzel. Das geht genauso gut. Ich habe auch schon andere Variationen von Jägerschnitzel gesehen. Der eine oder andere kennt es, wenn man Jagdwurst paniert. Ja, schön mit Nudeln als Beilage. Kann auch sehr lecker sein. So, jetzt drehen wir unser Schnitzel. Sieht hervorragend aus. Da können wir die Temperatur ein wenig runterdrehen. Dann braten wir es jetzt noch mal so ungefähr für 2 Minuten auf der anderen Seite. Und wenn die 2 Minuten um sind, nehmt ihr euch einfach, und ihr die Temperatur runtergedreht habt, nehmt ihr euch einfach eine Flocke Butter und macht die noch mit dran, denn durch die Molke, das ist auch nochmal ein Geschmacksträger, wird es dann besonders knusprig, die Panade. Ihr seht schon, wie es hier in der Pfanne fängt auch gleich an zu schäumen. Und dann bräunt das auch nochmal schön nach, dann könnt ihr es mit dem Löffel einfach so die Pfanne ein wenig ankippen, dann sammelt sich unten die Butter und ihr könnt das dann so ein wenig über das Schnitzel geben. Schon ist unser Schnitzel fertig, dann können wir es direkt aus der Pfanne nehmen. Am besten ihr habt noch was zum Abtropfen da, so wie mein kleines Tellerchen hier. Und dann seht ihr hier, wie sich die Kruste schon schön hochgewellt hat und es schön knusprig und knackig ist. So, dann können wir jetzt die frisch ausgebackenen Schnitzel auf den Teller packen. Ich richte euch jetzt mal eins an. Mit ein bisschen Champignon-Rahmsoße dazu. Ihr seht schon, die Soße ist nicht zu flüssig und auch nicht zu dick. Ich bin großer Fan davon, die Soße immer an die Seite zu machen, damit die Panade nicht weich wird. Sonst hätten wir die auch nicht backen müssen, ne? Könnt ihr noch ein bisschen Petersilie mit drüber zupfen, einfach grob vom Stängel abzupfen. Nur so ein bisschen über die Champignons streuen. Dann habe ich hier schon mal ein paar Zitronenspalten vorbereitet. Die könnt ihr einfach mit auf den Teller legen oder direkt mit auf Schnitzel. Dann könnt ihr euch das nachher, wenn ihr anfangt zu essen, einfach mit drüber machen. So, und wir kommen zum spaßigen Teil. Und zwar probieren wir jetzt. So, Messer und Gabel. Und als erstes mache ich mir noch ein bisschen Zitrone über das Schnitzel. Da freue ich mich jetzt echt schon die ganze Zeit. Schon ewig keinen Schnitzel mehr gegessen. Schön knusprig auf jeden Fall. Könnt ihr das hören? Ein Traum. Ich muss einfach öfter Schnitzel machen. So, dann probieren wir noch die Soße. Ist auf jeden Fall so ein Gericht, was ich mal wieder nicht teilen werde und komplett für mich nehme. Also bis dann, ciao.